Denn jetzt kommt nämlich eine Map, wo gleich am Anfang ganz viele Fässer sind. Und ja, dementsprechend, eure Typen rennen gerne drauf los und spawnen damit direkt in dem Feld. Und ja, dann müsst ihr praktisch die Dinger zerschießen, bevor die Typen spawnen und zu den Fässern rennen. Beziehungsweise in den Fässer spawnen. Das ist nicht gerade leicht. Ich werde wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen. Wow, oder auch nicht? Wow, Alter. Was war denn hier? Ach, Scheiße. Das sah schon besser aus. Okay. Boah, er kennt viele Punkte. Nice. Wobei schon die Frage ist, wo es verkuppelt bleiben. Weil mit die zerstört habe ich sie hier nicht. Die sind aber noch gar nicht gespawnt. Zumindest habe ich sie noch nicht gehört. Aha, da sind sie doch. Nett. So, na dann. Auf zum letzten Kampf in dieser Episode. Oh. Alter, jetzt kommen ja alle zu mir. Oh ja, Leute. Hättest du ein Upgrade? Bitte, dann hättest du diesen Pfeil da hoch und runter tanzt. Das da? Das da? Das ist ein Upgrade. Ach nee, das ist ein Spawner. Ach nee, der deckt mich. Schade. So, jetzt weiß ich, dass diese Grenze überschreite. Diese hier. Von da bis zu der Ecke. Von der Ecke bis zu... Alter, wo bin ich jetzt überhaupt? Von der Ecke bis zu der Ecke. So. Komm, da bin ich jetzt vielleicht da noch raus. Irgendwelche Waffen, die sich dafür eignen. Sieht gut aus. Was ist das für die Welt? Was zur Hölle? Okay. Oh, Scheiße, einer mit der Plasmawaffe. Und wie ich ja bereits sagte, macht er Damage. Und zwar auch bei deinen Kollegen. Boah, das war Glück. Alter, den will ich jetzt irgendwie umbringen. Aber das ist nämlich echt scheiße mit der Plasma Gun. Und ich habe immer noch keine Scene Sentry Gun. Das ist so fucking deprimierend. Gut, okay. Folgendes. Hier spalten sich jetzt die Wege. Normalerweise ist das so gedacht, dass man hier rüber geht, das Ding aktiviert, hier rauf geht, weil hier kommt eine Treppe. Ja, macht Sinn. Und wenn man jetzt hier reingeht, dann stirbt man hier drinnen. Und wenn man fast tot ist, endet das Spiel an der Stelle und man ist praktisch in der ersten Episode durch. Und würde dann die nächste Episode starten. Das wollen wir aber nicht machen, weil ich hatte ja am Anfang gesagt gehabt, dass ich praktisch die Episoden als ein fortlaufendes Stream machen möchte. Und also Stream im Sinne von Datenstrom, also Spielstrom. In dem Moment werde ich jetzt unseren angekündigten
Befehl ausführen und werde in die zweite Episode in die erste Map gehen. Und meine ganzen Sachen mitnehmen. So, von daher, das war's mit der ersten Episode. Und dann sehen wir uns zur zweiten Episode wieder. Ciao mit V.